Jetzt schauen wir weiter in unserer Jahresvorschau. Und zwar schauen wir jetzt zum Tarot. Ich lege ja jedes Jahr so die Jahreskarten und schaue mir das immer an mit dem Rider-Waite-Tarot. Was sind denn da die Tendenzen und kann man da eventuell auch Überschneidungen finden fürs neue Jahr? Und grundsätzlich zeige ich dir jetzt gleich mal die Karten, die ich da dann gezogen habe. Also das sind diese drei Karten. Ich ziehe da immer drei Karten und deute das dann von links nach rechts. Und ich beschäftige mich gern mit dem Tarot. Ich sehe das auch so als meditatives Bild, ähnlich eigentlich, wie ich auch dann den Radix teilweise betrachte, also vom Horoskop, weil das ist ja auch eigentlich so, ist das Tarot so ähnlich, wenn man sich das anschaut, dann ist ja auch so ein Radix so ein Suchbild. Ja, da kann man ja immer wieder reinschauen und auch immer wieder stöbern. Und so sehe ich eigentlich auch beim Tarot das mehr so als Meditationsbild. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was wir da haben. Wir haben die Sechs der Schwerter, wir haben die Hohepriesterin und wir haben die Gerechtigkeit von den großen Arkanas. Naja, und was heißt das jetzt? Wenn man sich die Sechs der Schwerter anschaut, dann geht es da natürlich um einen gewissen Abschied. Ja? Das ist jetzt die Frage, wie nimmst du Abschied? Hängst du sehr am Alten fest, dann wird der Abschied eher schwerer sein, oder bist du jemand, der sich leichter von etwas trennt, dann wird der Abschied für dich leichter fallen. Aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz, dass du dich zu etwas Neuem hinbewegst. Und das passt ja auch zu Jupiter. Das muss ja jetzt nicht so dramatisch oder deprimierend sein, aber das passt auf jeden Fall zu Jupiter, der ja auch in die Weite will, in die Ferne will. Und so haben wir eben etwas, wir lassen Altes hinter uns. Es ist wichtig, dass du einfach mal Abschied nimmst und zu neuen Ufern aufbrichst. So, was sind denn jetzt diese Ufer? Und das ist eben das Spannende. Wenn du dir diese Karten anschaust, jetzt die Hohepriesterin und dann auch die Gerechtigkeit, dann sind das Typen, die rumsitzen, grundsätzlich mal. In der ersten Karte hast du noch mehr Bewegung, da ist dieser Bootsmann und da bewegt sich noch was. Und die anderen zwei sind Typen auf Sesseln, ne? Oder auf einem Thron. Und das ist ja schon einmal interessant und das spiegelt für mich auch so ein bisschen die Energie noch, wenn man sich das anschaut, weil ich finde, dass da viele Entscheidungen seit 2020, seit dieser ganze Zyklus, diese ganze Bewegung begonnen hat. Ja. Mit dieser, astrologisch war das so diese Konjunktion Saturn, Pluto, Jupiter im Steinbock. Ne. Und das war 2020. Hat sich da viel bewegt, wurde viel entschieden. Und jetzt sitzen wir das so aus. Also es kommt jetzt nicht der großartige, es ist zwar viel Unruhe, aber wir kommen eigentlich nicht wirklich weiter. So ist so das Gefühl. Aber schauen wir mal, was das bedeutet. Wir haben die Hohepriesterin und Hohepriesterin steht in Verbindung zum Mond. Man sieht auch da bei ihren Füßen hat sie so diesen Mond. Und zwar, es soll die jenseits der Dualität sein. Das ist so, geh, wohin sollen wir reisen? Ins Innere, in die eigene Intuition, in die eigene Mitte und so mit eben so dieser Klarheit, dieser. Ja, wenn du möchtest, Spiritualität, kannst du dich da verbinden. Das heißt, das ist eine Reise. Wir nehmen im Außen vielleicht Abschied, aber der Abschied dient dazu, quasi in deine Mitte zu kommen. In diese Hohepriesterin. Das ist so quasi das weibliche Prinzip, das sich dem Geistigen zuwendet. Ja, das geht so nach oben. Das ist ein spirituelles Prinzip. Und dann haben wir als dritte Karte, wie geht es weiter, ist diese Gerechtigkeit. Und da geht es dann auch darum, dass du ganz klar, übrigens, diese Gerechtigkeitskarte hat was mit Mars und mit Jupiter zu tun, ja, so astrologisch, Mars und Jupiter. Da geht es natürlich darum, auch ganz klar, nüchtern, neutral für dich zu schauen, was passt bei dir, was passt nicht bei dir. Also wir haben eine Reise nach innen in deine Intuition, wo es dann darum geht, dass du selber ein Urteil fällst über dein Inneres. Was unterstützt dich jetzt? Was bringt dich weiter? Was hilft dir weiter? Und was brauchst du nicht?
und da ganz klar aus dem, was du nicht brauchst, auch rausgehen und das wegfallen zu lassen. Also das, ich zeige dir nochmal das Bild, lass das nochmal kurz auf dich wirken. Das wäre so Tendenz fürs Jahr 2022. Also noch einmal diese sinnhafte Fügung in deinem Inneren oder Sinnstiftung, indem du dich dann ein bisschen so vom Außen abwendest. Ja? Also das wäre so das Bild des Tarots, was wir da jetzt drinnen haben. Und dann schauen wir noch weiter. Ich habe jetzt noch einmal weitergeschaut. Wie kann ich es noch einmal greifbar machen, die Energie vom Jahr 2022? Und habe mir das numerologisch auch noch angeschaut. Und im Numerologischen, da werden jetzt gleich alle, also jubeln, die wieder für die Liebe sind. Und im Numerologischen schaut es so aus: Das Jahr 2022 heißt, also wenn man das zusammenzählt, eine Quersumme macht, dann haben wir 2 plus 0 plus 2 plus 2, das macht 6. Und was bedeutet die 6? Im Tarot ist die Zahl 6, sind das die Liebhaber, das ist auch wieder die Begegnung. Aber die muss nicht außen stattfinden. Also das kann auch die Begegnung von Mann und Frau im Inneren sein. Das heißt, noch einmal bündle deine Energien, lass quasi Mars und Venus sich begegnen. Da haben wir ja dann dieses Monat, da von Ende Februar bis Ende März, denke ich, war es, haben wir diese Venus-Mars. Konjunktion 10.2. bis 13.3. noch einmal haben wir Venus-Mars-Konjunktion im Steinbock und das ist dann natürlich eine gute Zeit, dann noch einmal so diese Energien zu bündeln. Und das kann natürlich schon, wenn weiblich und männlich zusammenkommt, diese Kundalini-Energie, das kann natürlich eine gewisse Erotik, eine gewisse Lebenslust, eine Lebensfreude aktivieren. Das spricht ja nichts dagegen, aber man kann es natürlich auch jetzt rein vom energetischen, vom spirituellen her nützen. Ja? Also muss jetzt nicht immer so der Traumliebhaber sein, der da um die Ecke lacht. Und dann gibt es für die 6 numerologisch noch zwei weitere Bedeutungen. Ich habe es jetzt symbolisch mit diesem dritten Auge, ja, und dem Haus jetzt gemacht. Die einen sagen, ja, die 6, das ist so das Heim, das ist so dieses, also bei sich selber ankommen, bei sich selber ausmisten und eben bei sich selber so zufrieden sein, das ist das eine. Also wären es ja mondische Tendenzen, das passt wieder so mit der Hohepriesterin zusammen. Und die andere Interpretation, die ist von den Milman, denke ich, den Milman von der Lebenszahl, das ist die Vision, das ist so dieses Auge. Das heißt, Sex ist die Vision, man schaut in etwas Neues, man sucht etwas Neues zu finden und man kommt da in neue Energien rein. Ja, und das sind so die numerologischen Bedeutungen. Passt ja eigentlich für mich wieder ganz gut so zusammen mit dem, wie sich 2022 bis jetzt so dargestellt hat. Grundsätzlich noch einmal glaube ich nicht, dass wir die Riesensprünge erleben werden. Ich glaube, dass es im Außen bewegt ist, aber in dir selber sollte es eher ruhiger sein, sollte es eher klarer und sollte es eher nüchterner sein, das Ganze. Und mit dem Jupiter kann man auf jeden Fall sagen, hab keine Angst, sei optimistisch, auch wenn es jetzt holprig wirkt im Außen, das geht sicher gut aus. Ja. Also Jupiter ist halt so der ewige Optimist und auf den können wir uns auch verlassen. Das war jetzt mal so die Vorschau über die Tarotkarten und auch die Numerologie für das Jahr 2022. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Freude gehabt und vielleicht schaust du dir auch noch mal die anderen Videos an zu den astrologischen Tendenzen, den Finsternissen. Weil ich denke, das ergibt dann ein gutes Gesamtbild, einfach astrologisch und auch mit diesen ganzen Vorschauen. Und ich hoffe, dir dabei geholfen zu haben. Und wenn du wissen möchtest, wie bei dir die Sterne stehen oder was bei dir in den Karten steht, dann schreib mich einfach an, buch dir einen Termin. Dein Oliver Ereni. Alles Gute aus Linz, ein gutes Neues und eine gute Zeit. Tschüss, danke dir.